Ja, hallo, und da sind wir wieder. Wir sind. Das muss eine Zugbrücke sein. Ja, na, na, Soll das wohl ist. Max draußen halten. Ja, das tun uns. Hier sind ein paar Schalter. Die andere Seite ist blockiert. Kannst du rüber und den Weg frei machen? Ja, na klar, kann ich das. Dann schicke ich meinen Monkey da auf den Weg. First Arrive oder was auch immer. Was heißt das? Max? Ja. Gut. Wir haben da eine Bruchlandung hingelegt, sind jetzt in einem Bahnhof gelandet und ja, ich passe hier auf. Ja, Scheiße. Leise. Sie könnten in der Nähe sein. Was machen wir denn jetzt? Mach nicht so viel Krach. Ja. Oh, weh, wenn ich an das Ende sehe. Schau, schau. Die kommen schon. Ich möchte mich noch entschuldigen. Dieses Gebimmel am Ende der letzten Folge war mein Timer. Den konnte ich nicht anders ausstellen. So. Ja, das war ein wenig laut, gell? Was? Ei. Ja, wie kann ich diesen Jungs die Leine decken? Die lassen es fallen. Du Fieser. Du Blechheimer, du Scheißding. Okay. Alles frei. Komm rüber. Ich komme. Das sagst du. Frei von wegen. Ja. Ja, also Leute, ich glaube, wir haben da ein Problem mit der Steuerung. Das sehe ich jetzt schon kommen. Hierdurch könnten wir rauskommen. Kannst du das wegräumen? Ja, mit diesen Muskeln kein Problem. Ja, wo sind wir hier? Gibt es da nichts? Anscheinend nicht. Schau. Und wieso stehst du da? Ist da irgendwas Besonderes? Da kann ich nicht drüber, da kann ich nicht rauf, da kann ich nicht hin, da kann ich nicht her. Springer, na gut. Da hinten leuchtet etwas rot. Dort werden wir hingehen. Oh, Kannst du mir verraten, wie der Plan ist? Seht euch das an. Ist das nicht schön? Dich schnellstens nach Hause bringen, damit du mir dieses Ding vom Kopf nimmst und ich dich umbringen kann. Ich meinte. Ich weiß, was du meinst. Siehst du den Rauch da drüben? Dort ist das Sklavenschiff abgestürzt. Als erstes gehen wir dorthin und gucken, ob meine Kiste den Absturz überlebt hat. Welche Kiste? Die einzige Möglichkeit, 300 Meilen zu schaffen. Zwei Räder und ein Motor. Schau dir das mal an. Ja. Hier müssen tausende Menschen gelebt haben. Mehr. Zehntausende? Vielleicht. Wie traurig. Was wohl aus ihnen geworden ist.
Ja, wie gesagt, wir sammeln da einiges zusammen, was es zu sammeln gibt. Und aufgrund dieser schönen Texturen, die wir hier haben, ist es ja wahrscheinlich auch nicht so brisant. Also überall, wo wir was leuchten sehen, laufen wir hin, probieren die Labels zu erkunden. Ja. Und der Junge sieht ja recht fit aus, also können wir das auch tun. Also check, das haben wir. Unser Mädchen ist da vorne. Schau. Schaut euch das an. Also, ist das nicht cool? So. Immer wenn der zu gehen beginnt, wird es schwierig. So, und jetzt habe ich wieder was. Was soll ich mit dir tun? Ich kann mit ihr nichts machen. Und eingesprungener Axel. Jawohl. Kann ich ihm irgendwas abnehmen? Ja, Gott, Sakra. Das wird lustig. Wenn ich dich um etwas bitte, es auch erledigen, und zwar sofort! Okay, ich verstehe. Ja, wäre eine gute Idee. Halte links gedrückt, um das Befehlsmenü aufzu... okay. Gut.
Und lass sie los. Gehen wir. Okay. Aha, ich kann sie um Befehle um Gefallen bitten. Ich glaube, wir können da lang. Also dieser Kampf war echt aufregend für mich, deswegen. Aber wir gehen da nicht weiter, weil wir haben da ja, genau, Verlauf dich. Ja, Junge, hast schon recht. Ja, und die läuft mir schon wieder davon. Dabei waren wir noch nicht überall auf dieser Ebene. Lauf, lauf. Sehen wir hier irgendwas? Haben wir hier oben irgendwas übersehen? Seht ihr irgendwas leuchten? Da waren wir schon. Ja, springen kann er. Gut. Ah, da waren wir noch nicht. Und irgendwas versteckt hier. Guckst du aber, nix. Was gibt's da? Da leuchtet doch irgendwas. Und wie kommen wir darauf? Kommen wir darauf? Nein, der will unten durch. Toller Junge. Aha, dann halt nicht. Da kommen wir auch nicht durch. Ja, da sind wir in der Pampa. Alles leuchtet da irgendwie und... Wir waren noch nicht auf den Containern. Das werden wir jetzt nachholen. Und schauen uns um. Auf den anderen Containern ist auch nichts. Leuchten sehen wir hier nichts. Ja, und so machen wir das Level für Level. Gut so. Ich glaube, da hinten werde ich das noch einmal probieren. Das gibt's doch nicht, dass wir da nicht drauf können. Wie ihr seht, da ist eine Tür. Und da hinten leuchtet's rot. Ja, der will einfach nicht. Ja, bevor wir jetzt weitergehen zu unserem Mädchen. Werden wir einen Schnitt machen. Das leuchtet auch, oder ist das die Farbe von dem Container? Oh. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, da ist wieder nichts. Ja. Okay. Bevor wir hier weitermachen, schneiden wir. Hurra, hurra, Mädchen, ich bin da. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich, euer Toso. Und Schnitt.